Heute kochen, braten, backen und rösten wir im Labor. Die Maillard-Reaktion ist eine sehr relevante und komplizierte Reaktionskette, die hinter der Bildung küchentypischer Aromastoffen steckt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Experiment im Bio- oder Chemieunterricht nachzumachen. Zu den Geräten. Wir brauchen ein Reagenzglas, einen Bunsenbrenner, ein Feuerzeug, eine Reagenzglasklemme und einen Spatel. An Chemikalien brauchen wir Glucose, Glycin und Wasser. Zunächst wird je eine Spatelspitze des Zuckers und der Aminosäure in ein Reagenzglas gegeben. Anschließend werden 2 bis 3 Tropfen Wasser hinzugegeben. Nun muss das Ganze vorsichtig erhitzt werden. Zunächst wird etwas Wasser verdampfen, aber sobald die erste gelbe Verfärbung zu erahnen ist, sollte man aufhören zu erhitzen und eine Geruchsprobe nehmen. Riecht vielleicht nach Karamell. Nun wird weiter erhitzt, bis die Bräunung stärker wird. Die Maillard-Reaktion wird in viele Reaktionsschritte unterteilt. Im ersten Reaktionsschritt bildet sich aus der Kondensation der Glucose und dem Glycin das Glycosylamin. Dieses Glycosylamin reagiert weiter im Rahmen einer Amadori-Umlagerung zum Amadori-Produkt. Dieses reagiert weiter zu einem Alpha-Dicarbonyl und dann mit einem Amin durch einen Streckerabbau zum Aminoketon. 2 dieser Moleküle können beispielsweise kondensieren, um Pyrazin-Derivate zu bilden. Und die sind meist die Maillard-typischen Aromen, die man riecht, zusammen mit einigen 100 anderen Verbindungen. Erhitzt man nun weiter, verbrennt es einem und das riecht man natürlich. Ich kann wirklich nur empfehlen, diese Reaktion auch mit Fructose und anderen reduzierenden Zucker auszuprobieren. Und auch mit anderen Aminosäuren, da einige einen Popcornartigen, andere einen Bratkartoffelartigen und wieder andere einen nussigen Geruch bilden. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.